Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Im letzten Part haben wir den letzten Bürobedarfsbrigadenboss besiegt, nämlich den bissigen Tucker. Und jetzt wissen wir auch, warum wir Bowser zuvor nie befreien konnten, denn er war zusammengetackert, aber jetzt nicht mehr und jetzt können wir ihn gleich befreien und wieder zu altem Glanz verhelfen. Ich will mich endlich wieder ausstrecken. Ja, wir helfen dir. Und bam! Yeah, da ist er! Yeah, wie er sich freut. Das ist so süß. Aber soll ich mich wirklich freuen, dass wir jetzt Bowser sehen können? Hurra, ich bin wieder der Alte. Und wir reden nie wieder davon, klar. Ui, so siehst du also in Wirklichkeit aus, Bowser. Du bist da richtig groß und stark. Und etwas Angst kriegt man vor dir auch. Erfasst, kleine Flatterdame. Jetzt schauen wir mal, was deine Nervensäge von Bruder zu meiner wiedererlangten Form sagt. Außerdem würde ich auch gern Prinzessin Peach zeigen, dass ich wieder mein charmantes Selbst bin und sie gleich entführen. Natürlich. Wie er guckt, wenn ich ihn haue. Er kann auch mitspringen. Yay, wie cool. Bowser ist dabei. Das finde ich mal mega cool in Mario-Rollenspielen, wenn Bowser eben nicht der Boss ist, der Final Boss, nicht der Böse, sondern wenn er Mario auch mal zwischendurch ein bisschen hilft und quasi auf der guten Seite ist irgendwie, das finde ich mal voll cool. Und hier ist es auch so. So, dann gemeinsam. Also ich frage mich, ob Bowser auch wirklich im Kampf irgendwie mitkämpfen wird und was machen würde oder so gegen Olli. Das wäre ziemlich nice. Oh. Ding dong, ding dong. Ah, und hier ist noch ein Block übrigens. Sehr gut. Weil mir fehlt nämlich noch eine und auch noch ein Schatz-Mini. Ich hoffe, das ist dann hier noch. Wenn ich mich mit Verstecken vom Bösewicht dann auskenne, und das tue ich, sollte das hier das oberste Stockwerk sein. Da ist gewöhnlich auch der Thronsaal. Dein Bruder muss auf der anderen Seite dieser Tür sein. Auf geht's, den kaufen wir uns. Ich habe Angst. Ach, Olivia. Wie kann nur mein eigener Bruder einen bissigen Tacker auf mich hetzen? Können wir ihn denn überhaupt aufhalten? Oder ist er bereits viel zu mächtig? Oh, das schaffen wir schon. Gemeinsam. Danke, Mario. Du bist immer an meiner Seite. Selbst wenn ich geknickt bin. Es war so eine lange und beschwerliche Reise. Aber es haben mir so viele geholfen. Du und Luigi, Kamek, Bowser Jr., Bowser und natürlich Bobby. Achso, und da war ja noch der Professor und Kapitän Toad. Gevatter Stumpfenstrom, der Beste. Nicht zu vergessen. Und die Toad-Sympathie Lysium, Acho und Skipper, Bootsführer, Origami-Meister. Ihr habt mir alles so viel geholfen. Und jetzt habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich euch schon wieder in Gefahr bringe. Oh. Schau mich mal an, ich bin Bowser. Ich speie Feuer und schlage Felsen zu Krümeln. Ich soll Angst vor so einem Mickerling haben? Vergiss nicht, mit Junior habe ich es auch nicht gerade leicht. Das stimmt. Schließlich hat der Junge eine fliegende Kutsche und eine eigene Armee. Da macht mir dein Bruder bestimmt keine Angst. Ja, das rückt die Sache wirklich in ein ganz anderes Licht. Jetzt geht's mir tatsächlich besser. Wie sieht's mit dir aus, Mario? Bist du bereit? Mhm. Denn ich bin es. Wenn die Zeit kommt, werde ich alles tun, was ich kann. Ich werde mein Bestes geben und verlasse mich auf euch alle. Auf meine Freunde. Und wir verlassen uns auf dich. Yay! Oh, und Olivia ist echt voll cool. Ich mag sie total gerne. So, ein neuer Pokal. Gab's einen dafür, dass ich alle Bürobedarfsbrigadenbosse besiegt habe? Nee, ich glaube nicht. Aber das stimmt. Ich glaube, es gab einen dafür, dass ich halt alle... Ah nee, hier ist es. Münzensammler. Ah, okay. Das ist ja ein Zufall. Weil ich jetzt, ich glaube, 300.000 Münzen waren es, gesammelt habe. Also insgesamt im gesamten Spielverlauf. Das kann durchaus sein. So, Block. Zack. Aha. Alle Blöcke und auch letzter Schatzmini, Kastel Knick. Damit dürften wir nicht alle Schatzminis, da fehlen noch welche in Toad Town, die ich auch wirklich erst nach dem Finale bekommen kann. Aber alle Fragezeichenblöcke dürften, Blöcke dürften wir jetzt haben. Insgesamt im ganzen Spiel. Deswegen dürfte eigentlich... Genau, gleich nochmal ein Ding-Dong-Ding-Dong kommen. Eben für alle Fragezeichenblöcke. Ja. So, natürlich gleich. Bowser hat sich kurz teleportiert, warum nicht? Dann gleich nochmal speichern. Noch kurz gucken, was ist für einer? Genau, der Fragezeichenblock. Oder die Fragezeichenblock-Spürnase. Ganz genau. Gut. So, dann habe ich aber, glaube ich, alles andere erledigt. Wir sind hiermit komplett fertig. Wie gesagt, nur noch Toad Town fehlt, was ich eben erst überhaupt nach dem Finale abschließen kann. Mit den letzten irgendwie 4, 5 Schatzminis oder wie viel das noch sind, die mir da fehlen. Und deswegen würde ich sagen, los geht's mit dem großen, großen finalen Bosskampf hier in Paper Mario The Origami King. Ich bin gespannt. Kannst du nicht Olivia auch dazu setzen? Und ihr könnt gemeinsam friedlich herrschen über euer Reich? Das seid ihr also endlich. Hat ja lang genug gedauert. Seid so spät dran, dass ihr mich nicht mehr aufhalten könnt. Bruder, planst du etwa noch mehr schreckliche Dinge? Olli, wie kannst du es wagen, alles zu Origami zu machen? Nicht nur meine Schergen, sondern sogar mich.
Aber was noch wichtiger ist, wo ist Prinzessin Peach? Ist sie in Sicherheit? Hat sie es bequem? Hat sie was zu lesen? Ich frage für einen Freund, den ihr nicht kennt. Natürlich. Die Prinzessin, die befindet sich direkt vor ihrer Nase. Schaut hoch. Das war ein ziemlich schönes Gemälde, muss ich sagen, aber trotzdem nicht so cool. Ich hatte doch gesagt, dass ich den gesamten Pilzpalast zu einem Origami-Schloss falten würde. Einschließlich der Prinzessin. Nun ist sie eins mit dem Kastell. Wunderschön, edel und still. Bin mir sicher, dass sie so viel glücklicher ist. Ja, schön ist es schon, finde ich, aber trotzdem. Du Monster, Prinzessin Peach in das Kastell zu falten, ist einfach furchtbar. Du bist zu weit gegangen. Etwas Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Außer... Oh nein. All diese Papierkraniche. Das würdest du nicht wagen. Das sind tatsächlich viele. Doch, das würde ich. Und ich habe es auch getan. Seht die Macht der 1000 Kraniche. Wer die Geduld aufbringt, 1000 Origami-Kraniche zu falten, dem soll ein Wunsch gewährt werden. Ich glaube, das ist in der japanischen Mythologie tatsächlich so, dass das so eine Sage ist irgendwie. Wenn man 1000 Kraniche faltet, dann wird einem wirklich ein Wunsch gewährt oder so. Dies ist die wahre ultimative Macht und ich werde sie nutzen, um jeden letzten dieser elenden Toads in weißes Papier zu verwandeln. Was? Das ist völlig irre. Davon erholen sich die Toads noch nie im Leben. Sowas würde nicht mal ich machen. Und ich habe schon ein paar ganz schön fiese Dinger gedreht. Frag mal Kamek. Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen die Toads hast. Ist denn nicht klar, dass du selbst ursprünglich von einem Toad gefaltet wurdest? Natürlich ist es das. Und jener Toad ist der Grund, aus dem ich alles tue. Okay. Dieser Narr hat das Papier, aus dem er mich faltete, nicht respektiert. Er hat darauf gekritzelt. Ich trage auf ewig die Narben seiner Nachlässigkeit und seiner Gleichgültigkeit gegenüber Origami. Dafür würde er bezahlen. Okay, das habe ich nicht erwartet. Das finde ich aber ganz cool. Dass Olli tatsächlich einen Grund hat, warum er so übertreibt. Also irgendwie zumindest. Deswegen tust du das alles? Aber warum lässt du deine Wut auch noch an all den anderen Toads aus? Für mich sehen alle Toads gleich aus. Sie unterscheiden sich durch nichts. Sie sind alle gleich. Ja, früher war alles mal anders. Heutzutage hast du recht. Deswegen werde ich sie alle in Altpapier verwandeln. Dann muss ich nie wieder eines ihrer platten Gesichter sehen. Das ist meine Vision eines ruhmvollen Origami-Königreichs. Und du, Mario, hast dich zwar als äußerst störend erwiesen. Doch selbst du kannst mich jetzt nicht mehr aufhalten. 999 Kraniche habe ich bereits gefaltet. Ich werde dich endgültig besiegen und danach wird dir die Ehre zuteil, zum letzten Kranich gefaltet zu werden. Das ist eine coole Ansage. Ja, ich finde es aber trotzdem cool, dass er jetzt eine Motivation hat. Warum er vor allem die Todsoße hasst. Wegen dem Toad-Origami-Meister. Das ist natürlich trotzdem irgendwie trotzdem doof, dass der Toad-Origami-Meister wie so ein Toad halt nun mal ist, dumm ist und ihm das gleichgültig war und er das vollgekritzelt hat, das Papier, woraus er dann Olli gefaltet hat. Aber ich meine, ich kann ja eigentlich keine Striche auf ihm sehen. Keine Ahnung. Aber ich finde es immer trotzdem cool, wenn Bösewichter auch einen Grund haben, warum sie es tun. Und er hasst halt diesen einen Toad, seinen Erschaffer, und deswegen halt alle, weil sie alle gleich aussehen. Kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Dein Abenteuer endet hier und jetzt, Mario. Ich werde meinen Traum erfüllen. Und wenn du nicht einknicken willst, werde ich dich eben mit geballter Gewalt zusammenfalten. Okay, die Pergamenta. Erdpergamenton. Achso, stimmt, er kann natürlich, er hat das auch erlernt, wie auch wir oder Olivia. Er kann auch zu dem Pergamenta werden. Das Erdpergamenton, er hat sich in das Erdpergamenton verwandelt. Für wahr, ich habe die Pergamächte aller Faltfiebeln gemeistert. Werde jetzt Zeuge, wie sich ein König dieser Techniken bedient. Hat er mehr drauf als Olivia? Mein Bruder klingt richtig aufgeregt, das kann nichts Gutes bedeuten, also sei auf der Hut, Mario. Okay. Also kommt jetzt nochmal so ein Best-of quasi von den Pergamenton-Kämpfen. Oh, neues Zeichen. Sieh mal, Mario, da ist einer dieser besonderen Faltkreise. Damit kann ich mich vielleicht in jedes der Pergamente verwandeln. Okay. Oh Gott, will ich das jetzt treffen? Ich dachte eigentlich, dass ich seinen Schwanz einfach treffen will, weil das war ja beim Erdpergamenton eigentlich ganz klug. Aber ich kann natürlich auch auf das andere Ding da gehen. Warte mal. So würde ich direkt hin. Ja, stimmt, einen Schalter brauche ich ja noch. Fuck. Aber ich würde es trotzdem relativ leicht hinkriegen. Ich kriege halt nichts anderes auf dem Weg. Aber ich meine, es gibt ja auch es gibt weder Münzen noch Truhe noch sonst irgendwas. Ich probiere das einfach mal. Ich gehe auch nah ran damit. Stimmt, kann ich sogar seinen Schwanz trotzdem treffen? Nee, es ist ja egal, wo ich stehe, denke ich mal. Ja. Okay, wird schon passen.
Ich weiß halt jetzt gar nicht, was ich verwenden soll. Irgendwie, gegen ihn. Mein Feuer ist nie schlecht, finde ich. Silbererde? Ich meine, er bereitet ja einen Mega-Angriff vor. Und wenn, wenn es der Mega-Angriff vom Erdpergamenton ist, dann wäre ich in Sicherheit, wenn ich die erhöhte Plattform hätte. Ich mach das sogar mal. Ja, ich glaube, das ist sogar doch am besten. Okay. Erde gegen Erde. Aber den anderen, wenn er die anderen noch macht, dann werde ich auf jeden Fall selber auch andere Elemente nehmen. Also wenn ihr Eispergamenton macht, werde ich halt Feuer nehmen. Wenn ihr Wasser macht, werde ich Eis nehmen. Wenn ihr Feuer macht, werde ich Wasser nehmen und so weiter. Aber ja, Erdpergamenton ist, glaube ich, das hier am sinnvollsten. Zack. Okay, vielleicht doch nicht. Na gut. Aber ich bin zumindest sicher. In meiner jetzigen Gestalt kann mir diese Attacke rein gar nichts anhaben. Okay. Das war fies. Okay. Aber hätte ich mir eigentlich denken können, das stimmt natürlich schon. Weil ich meine, er hat ja gerade die Erdpergamentermacht, deswegen kann er ja gerade Boden verändern. Und deswegen hat er mich halt erst runtergeschickt, der Arsch. Was, du stehst noch aufrecht? Das werde ich ändern. Okay, dann will ich, glaube ich, doch einfach seinen Schwanz angreifen. Okay. So, wie komme ich da geschickt hin? Also mal gar nicht so einfach, da den Weg zu finden. Warte mal. Da müsste ich hinkommen. Der ist es. Ja. Gut. Dann Angriffsfeld. Und ich könnte mir sogar noch den... Ne, den Einschalter kann ich mir... Doch, ich kann mir... Was? Was? Der kann sich heilen? Hey, wie kann es sein, dass ich seine KP von allein wieder auffüllen? Habt ihr es noch nicht begriffen? Als Origami schalte und falte ich in diesen Gefilden, wie es mir beliebt. Je länger ihr zögert, desto mehr erhole ich mich. Also spute durch. Oh, ich hab... Was? Ich hab doch eh schon immer Probleme mit dem Zeitlimit. Ja, nicht immer. Es geht eigentlich in den Bosskämpfen. Aber trotzdem, wenn ich mir jetzt noch mehr beeilen muss... Das soll doch ein Witz sein. Das ist ja total unfair. Aber nur die Ruhe. Wir schaffen das, Mario. Tief durchatmen. Und die Ringe so schnell wie möglich anordnen. Richtig, richtig schnell. Okay, ich meine, ich habe ja eh nur 1 KP Schaden gemacht. Deswegen ist nicht schlimm gewesen. Aber es ist trotzdem ziemlich fies. Muss ich mir auf jeden Fall merken. So, aber der Weg passt jetzt. Ja, los geht's. Genau, also es könnte auch sein, dass ich einfach die falsche Pergamacht gewählt habe. Und dass eine andere schon funktionieren würde. Aber ich glaube schon, dass ich einfach nur seinen Schwanz halt angreifen muss. Mit dem Hammer. Sagenhafter Hammer. Und los geht's. So, ich hoffe, das macht ein bisschen mehr Schaden als 1. Exzellent! Hä, warum? Achso, ja, aber ich kann... Genau, ich kann trotzdem umdrehen. Nee, nicht umdrehen. Aber ich kann... Ja, genau, aber jetzt muss ich die Faltarm benutzen. Richtig? Glaube ich. Nee. Du wolltest das Schwänzchen treffen, wie vorhersehbar. Ich kenne doch meine Pappenheimer und war bestens darauf vorbereitet. Hä? Was muss ich denn jetzt gegen den machen? Scheiße! Okay, doch einfach jetzt schon die Faltarme. Also beim normalen Erdpergamenton musste man... Ich überlege wieder, weil er heilt sich eh um 1 KP, das ist mir egal. Der eine. Beim normalen musste man seinen Schwanz angreifen und dann Faltarme, glaube ich, benutzen. Das geht hier nicht. Okay. Ja, vielleicht doch einfach einfrieren oder so. Okay. Das ist ein bisschen doof. Aber ich probiere halt dann mal einfrieren. Herz hätte ich gerne. Nochmal, wo ist das hier? Ja, ist mir egal. Ja, dass das wieder auf derselben Ebene sein muss, wie das die Pergamacht, die ich eigentlich haben will, macht es nicht gerade einfacher. Und den. Und den. Ja, passt. Okay. Los geht's. Bin mir aber nicht sicher. Das Problem ist halt auch, bei den anderen ist es halt wirklich so, dass es wie Schere, Stein, Papier mit Eis, Wasser und Feuer. Wasser schlägt Feuer, Feuer schlägt Eis, Eis schlägt Wasser. Aber Erde ist halt einfach so komplett anders irgendwie. Und keine von den anderen drei ist so richtig effektiv dagegen, würde ich sagen. Aber ich nehme jetzt mal Eis, weil ich ihn am ehesten halt dann einfrieren kann. Und er dann seinen Mega-Angriff nicht machen kann, immerhin. Das ist das Erste, was ich mir noch vorstellen kann. So, mal gucken.
Das sieht gut aus. Ja, okay, passt. Ein Schaden. Was zur Pappe? Ich kann mich nicht bewegen. Tiefgefroren. Tja. Sollen die jetzt wieder Faltarme oder wie? Vielleicht. Das hat ja gegen wen war das? Gegen die Schere war das, glaube ich, genau. Die musste man ja auch zuerst einfrieren und dann Faltarme benutzen. Ich probier's mal, ob das jetzt hier funktioniert. Ja, dass der Faltarm-Dings natürlich ganz außen sein muss, ist fantastisch. Aber ist egal, weil es passt trotzdem. So. Und zack. Okay, los geht's. So, ich hoffe, es funktioniert. Faltkreis aktiv! Und? Okay, greifen wieder und hochwerfen und umdrehen. Ah, jetzt ist er nämlich auch auf der anderen Seite und jetzt kann ich ihn treffen. Perfekt. Und draufhauen. Alter, nimmt voll, holy shit, der nimmt übelst viel Schaden. Krass. Okay, das schon mal geschafft. Gut. Und okay, jetzt ändert er seine Form wieder. Gar nicht so übel. Zeit, meine Taktik zu ändern. Okay. Also ich habe schon mehr als die Hälfte abgezogen. Vielleicht sehe ich gar nicht mehr alle von denen. Keine Ahnung. So, Eis. Mich würde interessieren, ist das zufällig, die Reihenfolge? Das könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr eine andere Reihenfolge hattet bei den Pergamenta, die er einsetzt. Und ob man eventuell auch gar nicht alle von denen sieht. Ich dachte schon, dass er alle vier machen würde, aber eventuell nicht. Erst jetzt das Eispergamenton. Ja. Feuer. Oder, ja, okay, Labyrinth. Einschalter und den. Okay. 1, 3 und 4. Oh nein, das Eislabyrinth. Schau dir die Ringe an und präge dir den. Ja, ist okay. Okay. Der war auf jeden Fall hier. Die anderen weiß ich jetzt nicht mehr sicher. Muss ich jetzt gucken. Der da. Hier. Nee. Nee, bin ich, glaube ich, einfach durchgelaufen. Der zweite ist der wichtige. Nee, nicht der zweite, der erste. Oder nee, fuck. Scheiße, 1, 3 und 4 war es doch. Ist es der da? Doch, genau, der da ist es. Und, hier. Ja, das nochmal kurz. Ja, ich krieg sogar ein Herz auch noch auf dem Weg. Das habe ich auch dringend nötig. Ah, fuck. Ah, jetzt haltet. Nein! Das habe ich wieder vergessen. Scheiße. Ich wollte noch erklären. Aber ich muss mich hier wirklich beeilen. Okay. Aber es passt. So. Und jetzt nehme ich auf jeden Fall Feuer. Also, ne, das ist jetzt offensichtlich. So. Jo. Los geht's. Das dürfte ordentlich Schaden machen. Olivia Form! Genau. Und wenn man halt immer zu lange braucht und er sich oft heilen darf, dann wird es wahrscheinlich schon passieren, dass man alle vier Pergamächte sieht bei ihm. Aber ich werde eventuell nicht alle sehen. Weil ich ihn hoffentlich... Weil ich... Jetzt weiß ich das. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen überall. What? Warum? Aber jetzt danach kann ich ihn halt gleich gut treffen, oder? Glaube ich. Ihr habt mich dahin schmelzen lassen. Ich schlaufe in euch. Und dagegen warst du nicht vorbereitet? Scheiße. Egal. So, jetzt Faltarme. Aber nochmal Eislabyrinth, okay. Einschalter und Faltarme sind da hinten. 2, 3 und 4. Okay, das ist eigentlich einfach, weil 2, 3 und 4 ist es und ich weiß, wo Einschalter und wo Faltarme sein müssen. Und da muss ich nur noch den dritten Ring hinkriegen. Zack. Zack. Und den dritten. Der, glaube ich. Ja. Okay, passt. Sehr gut. Easy. Sehr schnell. Keine Heilung für ihn. Und jetzt nochmal ordentlich draufhauen. Wenn auch aus gewisser Entfernung, aber dennoch, das dürfte trotzdem reinhauen. Los geht's. Und? Reicht es sogar schon? Ah, noch nicht ganz. Mann, ey, ein Fitzelchen halt noch übrig. Okay, also eine Form darf er uns noch zeigen. Eine andere. Aber danach wird es schon gewesen sein. Legt euch nur nicht in Sicherheit. Vielleicht werdet ihr sehen, dass ich nicht aus Pappe bin. Aber ich frage mich auch, was passiert, wenn man sich so lange Zeit lässt, immer und so oft, dass er sich zum Beispiel wieder komplett hochheilen kann und ihm dann seine Pergamächte ausgehen, weil die sind ja dann verschwendet, quasi. Aber vielleicht ist es so, dass wenn alle vier durch sind, dass es dann wieder von vorne losgeht. Das könnte sein. Man muss halt irgendwann schnell genug sein.
Keine Ahnung. Wasser auf jeden Fall. Er hat sich in das Wasserpergamenton verwandelt. Okay. Oh Gott, die Wirbel wieder. Ich fand den Kampf gegen das Wasserpergamenton mega cool. Das ist mal einer meiner Favoriten. Entzündet ihr euch noch der Wasserwirbel des Pergamenton? Nun, ich verleihe ihnen obendrein eine persönlich majestätische Note. Ah, what? Mit Timing? Spinnt ihr? Wie war das eigentlich nochmal? Hier wollte ich Erdpergamenton einsetzen. Bei seinem Mega-Angriff und dann danach mit Faltarm draufhauen. Ja. Also eigentlich ist der Weg denkbar einfach. Aber ich muss das Timing jetzt hinkriegen. Ja, eigentlich. Aber er darf sich ja nicht heilen. Scheiße. Fuck. Okay, ich mache einfach jetzt gleich. Und hoffe, dass ich das richtige Timing habe. Moment. Wartet. Los. Okay, passt. Okay. Ach ja, richtig. Die Wirbel spülen alle Felder weg. Habe ich schon bedacht, ja. Aber sehr cool. Das wurde wirklich nur selten benutzt bisher, aber schon jetzt zum zweiten Mal, glaube ich. Aber es ist sehr cool, dass man auch mit Timing loslaufen muss. Das finde ich cool. Erde. Obwohl, ich meine, ich könnte jetzt auch Eis ausprobieren. Das hatte ich ja damals noch nicht. Aber nee, ich glaube, ich mache die Taktik, wie sie gewohnt ist. Einfach also Erde einsetzen, mich schützen vor dem Angriff und dann halt, wenn er erschöpft ist, gleich mit Faltarmen draufhauen. So haben wir das Wasserpergament dann auch besiegt und ich werde es auch hier probieren. Aber es ist ziemlich cool auf jeden Fall. Es gefällt mir schon. Ich bin eigentlich ja an sich kein So-Fan davon. Das trifft nicht, aber ist mir egal. Kein So-Fan davon, wenn Bosse recycelt werden, aber das ist hier nicht wirklich recyceln, würde ich sagen. Weil die ja wirklich schon ziemlich anders funktionieren. Und weil man eben auch sogar mehr Möglichkeiten hat als damals und man neue Sachen machen kann. Weil das Eis, nicht das Eispergamenton, das Erdpergamenton haben wir ja komplett anders besiegt als damals. Weil wir halt damals offensichtlich noch nicht das Eispergamenton hatten, aber jetzt eben schon. Und das finde ich ziemlich cool. So, jetzt gleich nochmal draufhauen mit den Faltarmen. Du bist noch da, wie kann das sein? Tja. So, jetzt schnell zu den Faltarmen hin. So, und damit, mein lieber Olli. Aber ich glaube, das war's. Der hat bestimmt noch eine weitere Phase dann oder so, wenn seine KP wechseln. Ich glaube noch nicht, dass es das insgesamt war. So, und? Bam, 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 stirb! Aber ziemlich cool. Gefällt mir. Puh. Ihr habt meine überlegene Fallkunst durch den Schredder gejagt. Bruder, alles in Ordnung? Du musst doch völlig erschöpft sein. Sich auch nur in ein Pergamenton zu verwandeln, ist doch schon... Oder ja... Papalapap, spar dir dein Mitleid. Eins faltete ich dich, um mit dir gemeinsam diese triste Welt in ein Origami-Königreich zu verwandeln. Doch du hast mich verraten. Und dich obendrein mit diesen Pappnasen eingelassen. Sieh es endlich ein, Olivia. Wir beide sind Origami. Wieso nur stellst du dich gegen mich? Oh, er liebt seine Schwester halt immer noch, aber... Olli, wir mögen beide Origami sein, aber was du tust, ist nicht, wofür wir gemacht wurden. Die ganze blöden Tauts. Entstanden sind wir aus zwei einfachen Blatt Papier, denen unser Geist eingefaltet wurde. Wir wurden mit Liebe gefaltet. Liebe zur Kunst, Liebe zur Kreativität, Liebe zum Leben selbst. Darum geht's doch bei Origami. Wir sollten allen Papierwesen die Hand reichen, wenn wir Liebe in unseren Herzen tragen. Du willst mich über Liebe belehren? Wo war denn diese Liebe, als jener papierende Toad meinen Körper bekritzelte? Wir haben nichts mit diesem platten, einseitigen Narren gemein. Wir wurden zu größeren gefaltet. Ja, wo bist du denn bekritzelt? Ich sehe das gar nicht. Dein Papier sieht doch schön aus. Ich hätte wissen müssen, dass du mich nicht verstehen würdest. Wie auch. Schließlich war ich es, der dich erschuf. Vielleicht zu perfekt. Oh. Diesen Fehler werde ich beheben. Olivia, werde Zeugin, wie ich mich der wahren Origami-Macht bediene. Oh Gott, was hat er vor? Was wird er? Er entfaltet sich immer weiter. Was geschieht hier und was sollen wir nur tun? Wie sie alle gucken.
So, aber Leute, ihr kennt mich, ich bin ein ziemlicher Arsch. Denn das ist ein absolut perfekter Zeitpunkt für einen Cliffhanger. Für den Cliffhanger des Todes. Deswegen würde ich sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Paper Mario, die Origami King. Einen Tag müsst ihr noch warten auf das Finale, auf das richtig grande Finale hier von dem Spiel. Wenn wir dann sehen, zu was ich... Er braucht ziemlich lange. Wenn wir dann sehen, zu was sich Olli hier faltet. Und also am Anfang mochte ich Olli nicht so sehr irgendwie. Aber jetzt zum Ende hin finde ich ihn doch noch ziemlich cool, weil er hat wirklich... halt eine Motivation für all das, was er tut. Und er liebt halt Olivia immer noch. Er hat sie ja auch erschaffen sogar. Und will halt mit ihr gemeinsam regieren. Aber er ist halt doch ein bisschen am Durchdrehen. Wegen dem blöden Toad, der ihn gekritzelt hat und so. Aber ist schon trotzdem ein ziemlich cooler Bösewicht. Und wie gesagt, beim nächsten Mal kommt dann wirklich der finale Kampf, würde ich mal schätzen, gegen ihn. Gegen das, in was er auch immer er sich dann verwandelt hat. Nach diesen 1000 Fallschritten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.